Wunderschönen guten Tag, willkommen zu Minecraft Evil. Das ist übrigens Pete, der evilige Typ da. Hallo. Ja, moin. Wir haben ein cooles neues Projekt am Start. Wir dürfen uns, Leute, wir dürfen uns nicht töten. Ich würde so gerne, ja? Ich würde so gerne einfach jetzt die eine reinhauen. Aber ich hab so einen Zwang. Das, ja, irgendwie schon. Wenn ich dich sehe, aber deine Augen machen auch schon so dein... Wie, was nicht mit meinem Mund? Wo ist dein Mund eigentlich hin? Warum hast du denn keinen Mund? Wo will... Sag die Eule. Ja, warte, ich kann. Guck mal hier, ja. Oh, ich habe auch keinen Mund. Ja, lol. Ja. Lol. Okay, ein neues Projekt. Und zwar, ja, wir dürfen uns nicht töten, wir dürfen uns nur durch Fallen töten. Das heißt, ihr seid gefragt, Leute, schreibt mir, nur mir bitte, ganz viele Fallenideen in die Kommentare. Nicht dem Pete, mir. Ja, mir die guten und Dom könnt ihr dann irgendwie irgendwas schicken. Ich nehme mal hier Dingens mit. So, ey, wir teilen uns jetzt auf. Aua, geh mal weg da. Also, wir teilen uns jetzt sofort auf und wir laufen in irgendwelche Richtungen und dann würde ich sagen, viel Glück dir, ja? Viel Glück. Ja, ich wünsche dir kein Glück. Tut mir tschüss. Leid. Ich will nochmal, nee, also habe ich da was mit. Also, das Essen nehme ich schon gerne mit. Aua. Ja, mit der Hand dürfen wir uns boxen, Leute. Ja. Das ist noch regelkonform. Also, ich habe natürlich schon einen Plan, Zwinker. Ja, ich denke mal, das Grundprinzip ist, dass wir uns eben nicht gegenseitig töten sollen mit der Hand, sondern genau, irgendwie anders. Und ja, das ist eben die Aufgabe und da könnt ihr uns gerne behilflich sein. Sehr gerne. Also ich denke, bei dir reicht auf jeden Fall einfach nur eine Kiste in Wasser zu placen und zu sagen, da unten ist geiler Stuff, Pete. Geh da mal unten nachgucken. Halt einfach dein... Das ich wirst halt du auch schon beim Farmen sterben durch die Lava. Also ja, oder so. Ich sag dir, das werde ich dein ganzes Leben lang vorhalten. Ja. Das ganze Leben lang. Wasser und Lava, das ist nichts für Pete. Nee, ist es auch nicht. Also wir farmen jetzt, wir haben uns einen Zeitlimit gesetzt. Wir machen jetzt ungefähr eine halbe Stunde Aufnahme, cutten das Ganze zusammen auf so schöne, knackige, feuchte 10 Minuten und davon machen wir zwei Folgen, also zwei Farmfolgen, die wir auch zusammen aufnehmen werden. Und danach nehmen wir nicht mehr zusammen auf, sondern machen quasi einzeln die Aufnahmen, um die Fallen zu bauen. Und danach, wenn wir die Fallen gebaut haben, dafür haben wir auch ein gewisses Zeitlimit, dann gehen wir quasi wieder gemeinsam auf den Server und dann müssen wir die Falle irgendwie zum Auslösen bringen. Und zwar den Typen, den Gegner einfach irgendwie da reinlocken. Hoffentlich Jawohl. Klappt das. Oh, du hast schon dreimal auf Holz geklopft. Schön zu wissen. Ja, du zu aber sehen. Auch schon. Du hast einen kleinen Vorsprung. Ich habe schon viermal auf Holz geklopft, Alter. Ich meine, viermal. Aua! Oh, Skelett! Ich sterbe fast schon. Ohne Witz, ich hab nur noch... Ist auf hart, Leute. Es ist echt Lol! Schlimm. Ich hab nur noch zwei Herzen. Also zwei Herzen. Oh, Creeper! Ha, nein! Und Zombies! Geht doch mal bitte weg! Bitte stirb, bitte Oh Gott, stirb. Ich darf jetzt echt nicht sterben, ne? Wo ist der Creeper? Gehst du bitte mal... Boah, ihr müsst, also ihr müsst, oh Gott, ihr müsst unbedingt meine Folge gucken, die von Pete's Leute, unbedingt. Da habe ich rausgepiept oder rausgeschnitten. Scheiße, also, ey. Oh, hier kommt direkt Wasser. Sind die Mobs jetzt echt so stark, weil der Server ist auf hart, also... Ja, die Mobs sind eigentlich nicht stärker, aber doch, die sind schon ordentlich, also die sind schon ordentlich. Die können schon extrem krass reinziehen. Ah, genau, wir haben ein kleines Regelwerk für euch auch zusammengefasst, und zwar unten in der Videobeschreibung. Ist ein bisschen so ein paar Sachen, die ihr nachlesen könnt. Unter anderem dürfen wir uns halt mit der Faust oder eben anderen Items schlagen, die eben keinen Schaden machen. Waffen und Schwerter sind eben verboten, damit dürfen wir uns nicht schlagen. Wir dürfen keine OP-Äpfel craften. Normale Goldäpfel dürfen wir natürlich craften. Und Fuck. Wir ich hab jetzt schon einen OP-Goldapfel. Ah ja, ist ja klar. Das hab ich auch. Muss ich den jetzt wegschmeißen? Ja. Nee, oder? Wo ist meine Höhle, in die ich gegangen bin? Ich glaube, da war die Höhle. Ey, wo ich funzte meine Schlucht hier. Ach, da ist die. Also, oh Gott, da ist schon eine Spinne gespawnt. Aber ist ganz geil. Ein Bogen kann sehr gut sein. Darf ich dich mit einem Bogen hitten aus der Ferne, um dich irgendwo reinzuschubsen? Ja, aber nicht mehr als einmal, Leute. Ja. Also nicht so. Drei Creeper! Ohne Witz! Ich habe keine Rüstung an! Creeper, lass es doch mal bitte sein! Ich möchte doch nur in Ruhe farmen gehen! Oh, ich bin natürlich schon stacked, ich habe Crot 1. Alter! What the fuck? Ich habe gerade echt ein Problem. Also, ohne Witz, es ist echt ein Problem gerade, das ich habe. Ich bin überheblich und es ist das größte Problem aller Zeiten der Menschheit. Ihr denkt euch jetzt, für was farmen wir, ja? Aber man braucht dann schon ein bisschen Equip, um einerseits die Fallen vom anderen auszuhalten oder eben, um gute Fallen zu bauen. Also an dem Spawn gibt es dann eben so ein bisschen TNT, kann man da handeln und eben Slime, damit man damit auch was machen kann. Genau. Aber wir werden jetzt nicht, also keine Panik, wir werden jetzt nicht auf irgendeinen Tryhard-Mode aufspringen, auf den Tryhard-Zug. Wir machen nicht den Spark, Leute. Wir machen nicht den Spark, keine Sorge. Ansage? War das eine Ansage gerade? Pete hated Spark of Phoenix. Kann man schon mal vor den Titel schreiben. Ja, ist ein guter Titel. Du hast zweimal heiße Angelegenheiten, oder war ich das eben? Das war ich eben mit heißen Angelegenheiten. Bei mir ist es auch heiß jetzt.
Nein, ich bin gefallen, aber nicht tief. Ich habe echt ein bisschen Angst auch, muss man ehrlich auch mal sagen. So ein bisschen Angst ist schon da. Der Respekt, der ist groß. Zwar nicht vor dir, aber vor... Ich habe auch mehr Respekt vor so Höhlenangelegenheiten als vor dir, muss ich ehrlich sagen. Ja, ja, warte mal ab. Irgendwann kommt der Moment. Ich meine, ich habe Varro 4-Erfahrung, ja? Oh. 27 Folgen. Und du? Und du? Minecraft Snow? Oder wie? Da habe ich mir ein paar Chicks geklärt in Minecraft Snow. Ja, ja, deine ganzen Mädels, ich weiß doch. Ja, die habe ich alle am Start, Zwinker. Zwinker, Zwinker. Ach du Scheiße, die Skelette. Ach du Scheiße. Du stirbst jetzt? Ja? Ja? Das schießt so richtig weit. Ja. Und so richtig Aimbot. Das sagt sie zu mir auch immer. Oh Gott, Alter, das ist ja... What the fuck? Das musst du sehen. Was ist das für ein Modus? Spielen wir hier ist auf Ultra so. Hardcore plus 3 oder was? Alter. Ich muss dir da vielleicht mal einen Screenshot schicken. Das ist... Was ist das? Eine Armee ist das. Eine Armee an Zombies und Creepern und all... Und es wird auch Nacht jetzt auch noch, ne? Ich hab es echt ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein, gerade spontan. Ist echt krass, muss man sagen. Also so ein Schuss, also mittlerweile habe ich natürlich schon Full Iron am Start, aber... so ein Schuss macht schon ordentlich Damage. Bist du jetzt schon Full Iron? Ja, fast Full Gear, ja. Natürlich. Ohne Witz, diese Map ist der Horror. Das ist ja unfassbar, was hier für Mobs sind. Ich bin wirklich gerade ein bisschen... Ich bin wirklich ein... Also, sorry, ich bin echt gerade ein bisschen geflasht davon. Sonst bin ich nur von deinem Aussehen geflasht, aber gerade auch... Ja, das sagt meine Freundin auch immer. Ich wusste, dass du was hast. Ich will ein bisschen mal vorwegnehmen, nicht einfach das... Ja, ich weiß. Ich habe gerade das Gefühl, dass es Diamond ist. Ja, habe ich erst so eingestellt, Diamond ist halt. Ja, wow. Nicht so. Dieses enttäuschte Wow gerade. Ja, wow, ey. Oh, Dungeon gefunden, lol. Oh. Oh, und nur 3 Zombies, die hier spawnen. Schön. Sterb doch mal, Sterbi. Alter. 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 So. Komm, jetzt bitte Diamanten oder so. Naja. Name Tag. Ich frag mich echt, was passiert, wenn man durch so ein, wenn so ein Creeper direkt neben einem explodiert. Kannst du gerne mal ausprobieren. Ich sagte, du wirst da von ordentlich sterben. Ja, glaube ich nämlich auch. Die sind überall Creeper, aber die droppen nie Gunpowder. Ja, ich habe schon 10 Gunpowder. Ich bin schon gut bedient. Meinst du, soll ich jetzt Stripmine gehen? Jetzt schon? Zu dem frühen Zeitpunkt? Nee, also bei mir macht es nicht Sinn, weil ich halt eine relativ große Höhle habe. Und das Ding ist halt, ich brauche nur noch Dias und den Rest habe ich. Ja, ich brauche auch nur noch Dias. Und halt ein bisschen Redstone und Gold. Das wäre noch ganz geil. So ein Gap wäre schon, ja. Es gäbe nichts Tolleres. Hey, irgend so ein Mini-Zombie muckt mich an, aber ich sehe ihn nicht. Immer die Kleinen, ne? Immer die Kleinen. Ja, immer die kleinen Dicken. Hey, was ist mit Verium? Oh! Oh! Okay, ich lauf hier. Ich muss jetzt wirklich erstmal Stripmine gehen. Glaube ich. Ach, Lappen. Also, ne, schaut bei mir vorbei, bei mir ist es spannender. Ja, pass mal auf. Ich mach jetzt Fake-Tod. Fake-Tod, Leute. Fake, jetzt in 3, 2, 1, jetzt. Boah, Lava! Nein, Hilfe! Scheiße! Scheiße, oh Beat, Gott, ich sterbe Zombies, gleich! Nein. Ja, ihr dürft die Folgen halt sehen. Also, wie gesagt, schreibt bitte unter meine Kommentare bitte coole Fallen. Am besten Links oder irgendwie auch ausgeschriebene Texte. Oder per E-Mail oder per Twitter oder der Insta Direct oder sonst irgendwas. Aber macht es bitte. Wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr mir dann auf Insta folgen. Ja, mir auch bitte. Dom-AnyArt. Ne, ja. Dom.AnyArt, glaube ich. Keine Ahnung, irgendwie sowas. PewDiePie, einfach PewDiePie. Findest du schon? Ich glaube, ich finde gleich Dias. Oh Mann, ich will auch Dias finden. Oh mein Gott, überall Zombies. Übrigens. Ey, woher kommen die? Ja, die spawnen halt. Das ist halt super Minecraft. Leute, die schlecht riechen, das spawnen die immer am krassesten. Alter, so, das ist halt. Oh no. War gerade noch duschen, ey, und dann musst du mit sowas kommen. Jetzt, wir machen einfach, das wäre fair von denen, können wir zuerst Diamanten finden, das hat gewonnen, das wäre, glaube ich, das interessantere Projekt. Wir machen jetzt ein Battle, Leute, wir machen jetzt ein Battle, wer zuerst Diamanten findet. Okay, Lapis Lazuli, komm schon, Diamanten. Find welche, ich muss welche finden, ich hatte eine Schlucht auf Höhe 11 und jetzt schon wieder hier so. Ich muss richtig gewinnen. Guter Spot. Ich muss gewinnen. Lasst mich gewinnen. Hab noch nie was gewonnen im Leben. Oh Gott! Boah! Alter! Das war jetzt aber richtig knapp. Ein Wasser treibt mich in die Lava quasi, weil ich nach vorne stripmine, aber Wasser hinter mir ist. Und dann treibt mich das Wasser fast in. Das war richtig knapp jetzt.
Habe ich, glaube ich, mal richtig Glück gehabt. Schaut bei Pete oder eben bei mir vorbei, damit ihr eben alle Informationen wisst, wie ich ausgerüstet bin und wie Pete ausgerüstet ist, damit ihr genau wisst, wer voraus ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, ich glaube, morgen sofort wieder, und zwar zur zweiten Folge und der letzten Vorbereitungsfolge bei Minecraft Evil. Bis morgen, Leute. Haut da rein. Tschüssi.